So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Werkstatt. Heute zeige ich euch, wie man sich so kleine Schleifhelfer für die Werkstatt bauen kann, was man mit diesen Teilen machen kann. Teilweise sind das Speziallösungen für Situationen, wo man mit dem Schleifer schlecht rankommt oder man darf nur eine gewisse kleine Stelle schleifen und das Drumherum darf nicht mit angeschliffen werden. Und da helfen diese Schleifhelfer auf jeden Fall ziemlich weiter. Ich werde heute auch zeigen, wie man sich aus so einem großen Brett einen Schleiftisch baut. Dieser Schleiftisch, der wird mit Schleifpapier bestückt. Und das habe ich hier. Ich werde mir hier einen Schleiftisch bauen, wo man anschließend die Werkstücke über das Schleifpapier führt und nicht umgekehrt das Schleifpapier über das Werkstück. Macht in gewissen Situationen Sinn, zum Beispiel, und das ist gerade auch bei mir der Fall, für eine kleine Box, wo ich am Ende alles nochmal planschleifen will, vielleicht den einen oder anderen Übergang, der nicht so perfekt verleimt wurde, auch nochmal ein bisschen zu kaschieren. Und da eignet sich so ein Tisch auf jeden Fall super perfekt dazu. Und ich zeige euch heute, wie man sowas baut und wie man das auch im Praktischen einsetzt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. So, bei dem Bau des Tisches beziehungsweise des Schleiftisches ist es auf jeden Fall wichtig, dass man eine Holzplatte wählt, die wirklich absolut plan ist. Da eignet sich auf jeden Fall sehr gut eine MDF-Platte. Wichtig ist auf jeden Fall auch, dass dieses Brett keine Macken beinhaltet, Bohrungen oder so weiter. Ich habe jetzt hier am Außenrand Bohrungen drin, aber ich mache das jetzt trotzdem mit dem Brett, weil man überwiegend eigentlich hier in der Mitte schleift. Anders wäre es, wenn jetzt so ein dicker Kratzer in dem Brett wäre, dann wäre das nicht so gut dafür geeignet, beziehungsweise eher nicht dafür geeignet. So, als Schleifpapier habe ich hier mal irgendwann was auf dem Flohmarkt gekauft. Ich glaube, das ist 3 Meter lang und 60 cm tief. Es ist 120er Schleifpapier und das eignet sich super gut dafür, um so einen Schleiftisch zu bauen. Mein Schleiftisch bzw. Schleifbrett, eigentlich ist es ja nur ein Brett, ist jetzt soweit fertig gebaut. Ich habe jetzt die ganzen Seiten hier umgekrempelt, habe das hier festgetackert, habe auch an dieser Stelle hier noch so eine kleine Holzleiste vorgemacht vor dem Tacker, weil der Tacker nämlich so stark war, dass er nämlich das Papier durchgeschossen hat und dann hat es nämlich gar nicht gehalten. Aber auf die Art und Weise ging es auch. Ja, und die Fläche, die ist schön plan auf jeden Fall. Man hätte es jetzt hier vorher auch irgendwie noch kleben können und so, aber das habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht. Hat bloß den Nachteil, wenn man mal das Schleifpapier wechselt, dann kann man halt dieses Brett eigentlich bedingt nur noch hernehmen, wenn da schon Klebereste drauf sind und so. Dann müsste man das halt vorher auch anständig reinigen. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht geklebt. Ja, und wie man diese ganze Sache jetzt hier nutzt, das zeige ich euch hier an dieser Kiste. Ich bin gerade parallel dabei, ein anderes Video zu machen. Und zwar geht es um diese Kiste für eine Taschenlampe.
Das kommt aber noch oder war schon, falls es schon da ist, dann verlinke ich euch das hier oben mal. Auf jeden Fall zeige ich euch mal, wie ich das mit dem Teil hier und diesem Schleifbrett planschleife, weil hier jetzt die Schnittkanten nicht so schön sind. Und ich probiere mal aus, ein bisschen die Flächen zu schleifen und so, wie das denn so ausschauen wird. Also eins kann ich schon mal sagen, so einen großen Schleiftisch hatte ich bisher auch noch nicht. Das ist mein erster in der Größe, aber ich kann euch garantieren, das macht total süchtig und das ist richtig geil, das Ergebnis. Ich hatte vorher hier diese Kiste, die hatte hier und da noch Ecken oder Lücken drin, weil das nicht so perfekt zusammengeleimt wurde. Und jetzt ist es nahezu perfekt. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich mehr zu vorher. Das schaut richtig geil aus jetzt. Die ganzen Seitenteile, die Stirnteile sind total bündig. Das ist richtig gut geworden. Also so einen Tisch kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, das hier ist eine kleine Auswahl meiner Schleifhilfen, die ich mir bisher immer wieder mal gebaut habe. Das ist so der erste Klotz, den ich irgendwann mal gebaut habe, weil ich hier ein Teil brauchte, um irgendwas plan zu schleifen. Und das Teil habe ich jetzt auch schon seit etwa ein paar Monate schon, also bestimmt ein halbes Jahr. Und das Schleifpapier, das war sowieso ein relativ feines, ich glaube, das ist 150er. Das hält heute immer noch, beziehungsweise könnte jetzt mal langsam gewechselt werden. Also Schleifpapier grundsätzlich von diesen Teilen, die halten relativ lange, bin ich der Meinung. Wobei natürlich auch wichtig ist, wie man das Ganze nutzt. Wenn man da viele Metallsachen drauf schleift, dann nutzt es eher ab, als wenn man jetzt nur Holzdinge drauf schleift. Das hier ist auch so ein kleines Schleifbrett. Das habe ich mir auch mal gebaut. Das ist auch so zum Abziehen für gerade Flächen. Ja, ein weiteres Teil ist hier dieser lange Stab. Da habe ich auch direkt auf die Kante Schleifpapier befestigt. Das ist hier oben an der Stirnseite getackert und hier unten auch getackert. Und das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel bei einer Nut, wenn man da nicht so genau reinkommt oder mit einem Stechbeitel oder so, oder wenn man das irgendwie wegschleifen will, dann eignet sich das hier perfekt dafür. Ja, und dann habe ich hier noch so eine kleine Lösung. Die habe ich hier mal bei der Restauration meiner Fromia Dekupiersäge eingesetzt. Das war zum Beispiel auch eine Sache, da durfte ich nicht über die Schrift hinauskommen. Und da habe ich mir das Gehäuse seitlich abgeklebt und konnte hier dieses Teil relativ gut auch in der Hand halten. Dadurch, dass das hier auch so eine ergonomische Dreiecksform hat, konnte man hier ganz gut festhalten und man konnte auch ganz gut die Schrift dementsprechend abschleifen. Und das Ganze habe ich hier mit Schrauben befestigt. Und wie man sich sowas baut, das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Alles, was man dazu benötigt, ist im Grunde ein Stück Holz. Ich habe jetzt hier mal so ein komplizierteres Stück genommen, das ist rund geschnitten. Und daraus werde ich mir jetzt auch eine Schleifhilfe machen, wo ich so Rundungen schleifen kann. Dazu habe ich hier noch so zwei kleine Schrauben mit Scheiben. Und dann habe ich hier noch so ein Reststück Schleifpapier. Ja, und wichtig ist bei solchen Sachen, dass man hier so einen Leinenschleifpapier nimmt. Und als erstes gehe ich da erstmal hin und reiße mir hier ein Stück von der Breite dieses Holzstückes ab. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich werde hier beginnen, werde um diese Ecke herumgehen, werde hier auch rumgehen und hier dann wieder
das Ganze beenden. Ja, und dazu baue ich mir hier in mein Holzstück, in die Stirnseite, eine kleine Bohrung rein. Ja, und bevor ich beginne, das Ganze hier aufzuziehen, fixiere ich mir schon mal an der Seite das Schleifpapier. Dazu nehme ich es hier auch nochmal doppelt. Ja, und schon ist das gute Stück hier auch fertig. Der Vorteil an dem Teil ist jetzt, dass man hier Rundungen schleifen kann. Da geht es ja auch nur um feine Schleifarbeiten, die man da machen kann. Je nachdem, wo man es halt gerade braucht, finde ich sowas hier auf jeden Fall total praktisch. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir hier auch so ein Brett noch mit Schleifpapier bestückt. Das Schleifpapier, das habe ich direkt von der Rolle abgenommen und hier mit beidseitigem Klebeband fixiert. An den Enden habe ich das Ganze hier auch nochmal mit einem Holzstück und getackert, damit es schön fest ist. Das ist jetzt auch von der Art her so wie der Schleiftisch, bloß halt schmäler. Ja, und hier kann man Dinge auch wunderbar schön planschleifen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein zu den kleinen Schleifhilfen. Ich hoffe, euch damit weitergeholfen zu haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank! Oh, 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 oh